Herzlich willkommen im Hotel Forstmeister. Mein Name ist Kevin Kunze und ich werde heute mit Ihnen zusammen ein traditionelles Gericht, den Wiggelkloß, neu interpretieren mit Wildkräutern. So, als erstes werden wir Butter auslassen. Dazu nehmen Sie ca. 100 Gramm Butter. Die werden wir jetzt vorsichtig auslassen. Bitte nicht zu hohe Temperatur, dass uns sie anbrennt. Sie soll nur zergehen. So, als nächstes, während die Butter zergeht, habe ich hier 500 Gramm Pellkartoffeln. Also diese haben wir ja am Vortag gekocht. Lassen Sie über Nacht auskühlen, das ist besser. Und haben sie dann gepellt. Offen gibt es aber fast in jedem Haushalt eine Presse, wo wir die Kartoffeln reingeben und erstmal pressen. Dieses Rezept mit 500 Gramm Kartoffeln wäre jetzt für 4 Personen. Da wir nun die Kartoffeln gepresst haben, geben wir als nächstes 100 Gramm Mehl dazu. Dann ein Ei auf diese Menge. Dann abschmecken mit etwas Salz und Muskat. Und jetzt vermengen wir die ganze Masse. Schön verkneten, bis ein Klumpen entsteht. So, wenn man jetzt merkt, dass die Masse noch sehr klebrig ist oder auch etwas zu weich, kann man nach Gefühl noch etwas Mehl dazugeben. Dass es ein schöner, noch fluffiger, aber kompakter Teig wird. Also der klassische Wiggelkloß wäre jetzt so, dass wir aus unserer zerlassenen Butter und Semmelbrösel eine Art Bröselbutter herstellen, die wir dann auf den ausgerollten Kartoffelmehlteig aufstreichen. Wir haben das etwas abgewandelt und machen das jetzt neu mit Wildkräutern. Das heißt, wir hacken noch frische Wildkräuter, die wir gesammelt haben, unter diese Semmelbuttermasse. Also, ich hätte heute hier frischen Girsch, frische knackige Löwenzahnblätter, Spitzwegerich, auch ein paar Brennnessel, Schafgarbe, Wiesenbärenklau und etwas Frauenmandel. So, wie gesagt, dies werden wir jetzt fein hacken. So verfahren Sie übrigens dann auch ganz normal mit dem Schnittlauch, der Petersilie, dem Liebstöckel. Bei Liebstöckel müssen Sie aber bitte aufpassen, nicht zu viel reinzugeben, da das ein sehr intensiver Geschmack ist. Also in Maßen schmeckt sehr gut, in Menge nicht so. So, das haben wir jetzt fein gehackt. Als nächstes nehmen wir unsere geklärte Butter, geben etwas Semmelbrösel hinzu, unsere Wildkräuter. Und jetzt müssen wir etwas mit Gefühl arbeiten. Wir müssen gucken, wie viel unsere Semmelbrösel Butter aufnehmen. Also es darf nicht eine zu dicke Masse werden, also kein Klumpen. Es muss schön geschmeidig, fluffig bleiben, damit wir dies schön verstreichen können. So, hier können wir wiederum auch etwas Würze ranbringen, damit wir keinen Geschmack verlieren. Etwas Salz. Hier können wir ruhig auch etwas Pfeffer und vielleicht noch eine kleine Prise Muskat. Bei Muskat auch immer nicht zu viel. So, und wenn wir jetzt eine schöne geschmeidige Masse haben, sehen Sie auch jetzt schon hier im Tiegel, dann kann ich schon schön streichen. So sollte sie sein. Für den nächsten Schritt brauchen wir wieder etwas Mehl auf die Aufrollfläche, damit uns der Teig nicht anklebt. Dann am besten auch etwas das Nudelholz. So. Jetzt nehmen wir unseren Teig. Am besten vielleicht, wenn man zu Hause macht, erstmal einen kleineren Teil und rollt diesen aus, dass man ungefähr einen halben Zentimeter Durchmesser hat. So, wie gesagt, wenn der Teig nochmal anklebt an der Rolle, können Sie auch ruhig nochmal etwas Mehl darauf geben, das stört nicht. Genau. Als nächstes nehmen wir unsere Masse, unsere Semmelbrösel Wildkräutermasse, verteilen diese gleichmäßig flach auf unseren ausgerollten Teig, aber nicht bis zum Rand, da dieser uns Halt geben soll beim Rollen, dass er zusammenklebt. So, einmal schön bestreichen. Jetzt zur Hilfe, wenn es doch etwas angeklebt sein sollte, haben wir einen Schlesinger, sagen wir, aber einfach eine Plastepalette. Mit dieser können wir hier drunter fahren
und den Teig schön umschlagen und dadurch schön rollen. Jetzt können wir noch etwas Mehl drüber geben, das nicht so klebt. Jetzt können wir auch ruhig mit der Hand noch eine gleichmäßige Form bilden. So. Und für zu Hause können wir diese Rolle jetzt durch drei teilen. Einfach mit der Palette ganz locker durchstechen. Und zum Schluss, damit uns die Füllung nicht ausläuft, können wir leicht in Form bringen und andrücken. So, schon hätten wir unsere kleinen Wickelklößchenrollen fertig. Als nächstes haben wir leicht simmernd kochendes Salzwasser. Damit sie sich die Hände nicht verbrennen, am besten eine Schaumkelle, geben wir unsere Wickelklöße hinein. Geben Sie bitte nicht zu viel hinein, nicht dass unten welche schwimmen und oben andere oben aufliegen, weil das ist dann mit der Garzeit nicht so gut, dann meistens zerfallen die unteren. Dann lieber nach und nach, immer 3-4, kommt auf Topfgröße drauf an. Die Garzeit beträgt jetzt ungefähr 10 Minuten bis Viertelstunde. So, jetzt sehen wir, dass unsere Wickelklöße schon hochgekommen sind. Das heißt für uns, wir dürfen das Wasser nicht mehr stark kochen lassen, am besten etwas simmern und dann lassen wir sie ganz langsam ziehen. Weil wenn wir jetzt weiter kochen lassen würden, kochen und es würde flockig werden. Circa nach 10 bis 12 Minuten sollten wir einmal eine nehmen und mal kurz mit dem, in meinem Fall jetzt einen Schaschlikspieß reinstechen. Na, Sie sehen hier, leicht bleibt Masse noch hängen. Das sagt uns, wir sollten vielleicht mal noch 3-4 Minuten ziehen lassen. Beim Ziehen wird Ihnen auch nicht passieren, dass etwas zerkocht, zerfällt. Einfach noch ein bisschen ziehen lassen, die Masse wird dann etwas kompakter noch. Und fällt nicht auseinander. So, jetzt sind unsere 3 Minuten vergangen, die wir noch ziehen lassen wollten. Jetzt nehmen wir unseren Wickelkloß raus. Können diesen jetzt schön anschneiden. Und sehen jetzt hier schön unser gerolltes Muster, unsere frischen Wildkräuter noch schön grün. Und so werden sie jetzt perfekt zum Anrichten. Unsere Wickelklöße sind zu empfehlen zu Schmorgerichten, Bratengerichten, eigentlich zu allen Gerichten mit Soße. In dem Fall zu unseren Wildschweinbraten. Und wenn man dann zu Hause seine Gäste richtig verwöhnen will, kann man sich auch noch bei der Dekoration austoben. Und da wir hier, ja, hier mit viel Kräutern arbeiten und Blüten, zum krönenden Abschluss eine Blüte. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Dieses Gericht finden Sie auch aktuell auf unserer Speisekarte und schöne Grüße aus dem Erzgebirge. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de